Wir sind schon wieder im Oktober und das bedeutet, so langsam wird es wirklich Zeit, dass neue Geräte reinkommen. Also neue Ziele für dieses Jahr auch noch. Bedeutet, wir brauchen einen neuen Traktor und ich hätte gern ein weiteres Feld. Tausend haben wir geknackt. Das ist nice. Heute im Livestream auch noch ein bisschen Gas gegeben und tatsächlich einiges noch an Cash machen können. Jetzt heißt es, neuer Traktor muss ran. Ich überlege schon die ganze Zeit, lasse ich jetzt meinen alten Traktor da oder verkaufe ich ihn doch. Ich bin aber an für sich eher dabei, dass ich sage, okay, ich behalte ihn. Lass diesen Traktor für Helfer zum Beispiel, für kleinere Aufgaben, dass das schön parallel läuft. Und ich hole zusätzlich einen weiteren Traktor. Und dann hätte ich gerne noch ein weiteres Feld. Und zwar eines von diesen Feldern hier. Jetzt haben wir hier gerade Karotten drauf. Das macht das Feld natürlich übelst unattraktiv. Die ollen Karotten. Aber da hinten, ich guck mal eben hier auf die Map, da hinten haben wir noch das große quadratische Feld. Und das schwebt mir ja schon lange vor. Gucken wir mal eben X hier unten. Feld Nummer 5. 114.000. Das wäre schon cool, ne? 114.000. Und dann würde ich das Feld komplett als Grasfeld erstmal nehmen, für den Anfang, damit wir jetzt schnell, also nach der Investition von so einem Feld, schnell wieder an Cash kommen, damit es weitergeht. 100.000 hier rein, also 114.000, rechnen wir mal. Wir haben 114.000, die dann weg wären. Dann hätte ich noch 300.000. Dazu hatte ich gerade geschaut, von den Traktoren. Ich liebäugel ja mit einem Traktor mit über 300 PS. Und auch heute im Livestream hatten wir ein bisschen hin und her überlegt. Ja, so ein Traktor hier, den man dann noch pimpen kann, wäre natürlich eine Maßnahme. Ich brauche aber ja letzten Endes gar nicht so wahnsinnig viel. Mir reicht ja das um die 300 PS dicke aus. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwann hier mit den richtig großen Pflügen rumhantiere und so weiter. Das Ganze so oder so weit wird das Ganze ja gar nicht laufen. So weit komme ich ja wahrscheinlich auch gar nicht, denn wir haben ja auch schon bald den LS25 vor der Tür stehen. So ganz ewig läuft das Ganze ja dann eh nicht mehr. Mit dem LS25 geht es natürlich direkt rein in den LS25. Daher meine aktuelle Überlegung, den New Holland als große Maschine. Nee, stimmt gar nicht. Escape zurück. Da ist er. Den New Holland als große Maschine. Da sind wir bei 250.000 Euro. Aufgerundet. 250.000 wären 350.000. Das bedeutet, ich habe dann immer noch 50.000 übrig. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das. Ich kaufe mir jetzt hier diese Maschine. Das Teil mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und damit bin ich, würde ich sagen, komplett ausgestattet. Dann brauche ich nichts mehr. Ich gehe in die Pflegebereifung rein. Gehe ins GPS rein. Ah, 15.000. It hurts. Schmerzen. Aber alles nicht ganz so wild. Das passt soweit. Kennzeichen und so weiter brauchen wir nicht. Wir haben 313 PS. 50 km/h. Pflegebereifung. Ich glaube, was anderes kann ich gar nicht nehmen, ne?
Nee, ich glaube, ich kann mal nichts anderes nehmen. Es sei denn, ich mache hier Frucht und sowas, Zerstörung aus. Ja, Pflegebereifung drauf und gut ist. Und dann bretter ich jetzt damit einfach über die Felder und werde mähen und solche Sachen machen und gut ist. That's it. Das ist der Plan. Gehen wir da jetzt rein? Ja, ich würde sagen, wir gehen da jetzt rein und das Teil wird gekauft. Und das Ding steht beim Händler. Dann kaufen wir als nächstes komplett im Shopping-Wahn, Alter, ich sag es dir. Boah, kaufen wir als nächstes oder kaufen wir noch nicht als nächstes das Feld? Kaufe ich oder kaufe ich nicht? Zwei Überlegungen. Erst das Mähgerät kaufen oder erst das Feld kaufen? Wir haben jetzt Oktober. Oktober, November. Die Felder sind im Dezember sowieso, liegen die sowieso brach. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt das Feld kaufe, passiert da sowieso erstmal die nächsten Monate nichts mit. Das heißt, wenn ich jetzt hier, da ist er, der Gerät, der neue Traktor, sauber. Ja, sehr gut. Dafür jetzt, und jetzt gucken wir gerade nochmal eben rein in die Aufträge. Es kommen ja bald wieder diese Ballenpressaufträge, ne? In verschiedensten Versionen. Was haben wir hier? Silagebalm. Das heißt, wenn ich jetzt in der Zeit, wo die Felder jetzt brach liegen und wo ich dann demnächst eh bald nichts mehr machen kann, jetzt aber trotzdem noch wieder mit dieser Maschine hier das Geld generiere, also 100... Was waren es? 114.000 waren es. Dann passt das doch. Das heißt, ich kaufe jetzt zusätzlich dazu im Geschäft. Wo kommen wir denn da rein hier, Alter? Da. Das Mähwerk. Und damit habe ich jetzt das Pöttinger Mähwerk. Gibt es das noch in Version? Nope. Gekauft. Habe ich gar nicht gerade drüber nachgedacht. Aber auch das muss ja noch passieren. So. Nun geht das los, Alter. Jetzt wird gemäht. Das bedeutet, wir haben erstmal einen neuen Traktor. Affengeil. Wir haben das Mähwerk. Das gute Pöttinger. Jawohl. Komplett alten. Mähwerk, das große Pöttinger, neuer Traktor. Alter, der absolute Hammer, oder? Das ist schon ein bisschen sexy. Und jetzt kommt da drauf vorne das andere Mähwerk. Und ich sage dir, wie es ist, ne? Ich gehe gleich mähen. Alter Falter. Ich gehe gleich mähen und sehe zu, dass die Kohlen wieder reinkommen. Wir haben jetzt 66.000 Flocken. 66.000. Das ist gar nicht so schlecht. Und damit wird jetzt gleich gemäht. Neue Aufträge. Es gibt einen riesen Auftrag wieder. Ich weiß nicht, ob ich den... Boah, soll ich den... Oder ich mache den einfach im Stream? Ich weiß es noch nicht. Es gibt wieder... Warte mal, Feld 71 war das, ne? Feld 71. Ist das hier unten das riesengroße? Das ist das hier. Wäre das was für ein Stream? Ich weiß es nicht. Was meinst du? Lieber im Stream oder im Video? Ich weiß es nicht. Aber das wäre schon mal nicht schlecht. Dann kommt schon mal richtig gut Cash rein. Ich habe übrigens das Silage... Das Fahrdingen hier, dieses Fahrsilo habe ich abgerissen, verkauft, weg damit. Habe ich eh so gut wie gar nicht mehr genutzt. Ich kann... Ah!
ich kann im Januar die ganzen Silagebags verkaufen, die Ballen, und im Februar den ganzen Honig. Das heißt, spätestens da kann ich schon wieder, habe ich schon wieder richtig gut Cash. Uff. So, jetzt gehe ich mal eben kurz hier vorne hin. Mal eben kurz schauen. Guck mal hier, Alter. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Ich habe einfach das Double Pack. Alter. Es ist soweit. Hammerhart, ey. Ausfahren. Sehr nice. Senken. Aktivieren. Und dann mäht er hier einfach schön durch. Ist das nice. Sehr, 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 sehr cool. Ja, das ist nice. Habe ich Bock drauf. Habe ich richtig Bock drauf. Also, damit geht es jetzt aufs Gras ernten. Dazu hole ich natürlich dann gleich den anderen Traktor. Der kann dann gleich direkt hier die Presse quasi mitziehen. Und vielleicht lasse ich das auch tatsächlich einen Helfer machen, ne? Dann haben wir das erledigt. Oder ich mache das selbst, ich weiß es noch nicht. Aber ich fahre erstmal beide Geräte dann nach oben zu den Aufträgen. Ich mache erstmal natürlich die kleinen Felder. Gleich mal gucken, welche da aktiv sind. Und dann haben wir es. Ja. Ja, ja. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Und wenn dann der Winter vorbei ist, dann geht es im nächsten Jahr zeitgleich mit dem anderen Grasfeld auf das große Feld. Dann wird das große Feld gekauft, eingesät mit Gras komplett. Und dann habe ich da eben eine große Fläche. Und das sehen wir jetzt da oben ja die ganze Zeit, das braune Feld. Das bleibt dann erstmal die Grasfläche. Ich will diese Fläche hier vorne, die so unsäglich ist, also diese komische Dreiecksfläche hier, das erste Feld, was ich habe, Katastrophe, lässt sich super schlecht fahren und so weiter, also ganz nerviges Ding. Das wird zugekleistert, keine Ahnung, vielleicht mit Gewächshäusern oder so. Und daneben dann kommt ja noch die Fischfarm, die muss ja auch noch hin. Oder ich mache da schon die Fischfarm hin, ich weiß es noch nicht ganz genau. Vielleicht mache ich auch da einfach nur die Fischzucht hin. Mal eben kurz hier in diese Übersicht gehen. So, genau. Vielleicht mache ich auch hier so die Fischbecken hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So in der Art. Wäre halt auch eine Idee, ne? Ach, guck mal, die sind so groß, ey. Die sind so groß. Aber trotz allem könnte man machen. Schön gerade machen hier die Area. Wo wird was abgestellt? Wahrscheinlich da links. Irgendwo müssen die ja... Oder da. Ja, vielleicht macht man das eher so, dass man da auch drankommt. Ne? Und dann hat man hier... Zack, 1, 2, 3, 4. Maybe 5 in der Folge. Und von der Tiefe müsste ich dann auch nochmal gucken. 5 in Folge... Naja, und dann wird es ja hier natürlich schon wieder eng, ne? Überlappende Objekte und so. Dann wird es schon wieder eng. Aber 4 Stück, 8 Stück. 20.000 kostet eins. Dann hat man hier die Fischfarm. Oder ich lasse ein bisschen Abstand. 1. Und dann eine Straße dazwischen, ne? 1, 2, 3, 4. Wird passen mit 4. 4 und 4. Ich glaube, das mache ich. 4 und 4. Dann vielleicht noch irgendwo so ein Silo dahin erstmal. 4 und 4. Ja, also so in der Art. 8 Stück. Und das hier, das lassen wir dann erstmal für den Anfang als Silage. Also dieses Feld, was jetzt gerade hier mit Unkraut ist, das wird dann komplett ein Grasfeld.
Und später kommt das noch mit dazu daneben. Genau, vielleicht das hier auch nochmal, muss ich mal gucken, was ich hiermit mache. Vielleicht auch komplett Gras einfach, zack, zack. Mal gucken. So, jetzt aber los, ab in die Aufträge. Wir wollen ja noch ein bisschen Cash machen. Wir haben zwei Aufträge sozusagen. Das ist beides Silageballen. Das ist nice, das ist Feld 16 und Feld 17. Wir gucken natürlich nochmal eben, das sollten die hier oben wieder sein. Feld 16 und 17 ist schnell gemacht. Und jetzt gerade mit dem fetten Mähwerk bin ich natürlich zusätzlich gespannt. Also, ab in die Karre. Nein, ab Aufträge annehmen. Vertrag akzeptieren. 17 akzeptieren. Und los geht's. So, der eine steht da, der andere steht da. Wir machen den mal nicht so ganz nah ans Feld, denn wir versuchen natürlich jetzt hier alles mitzunehmen, was es so gibt. Also, beide Traktoren stehen schon mal parat und ich versuche, ja, wie gesagt, alles mitzunehmen, was ich so an Grasfläche abernten darf. Also, einmal X, beziehungsweise direkt zweimal X, alles ausklappen. So, Steuerung V, alles senken. Macht er nicht. Doch, macht er. Und jetzt müssen wir noch die Schwartablage einstellen. Ich mache mal F1. Mähwerk zuklappen, Arbeitsmodus wechseln. Wir sind im hinteren Bereich. Steuerung Z. Jawohl. Das ist die offene Schwart, also links, rechts. Das ist ganz offen. Und so ist es die Schwartablage schön in der Mitte. Und die wollen wir, denn wir wollen ja hier Silage. Und dann gehen wir mal rein. Steuerung B. Beides ist aktiv. Und ich fahre jetzt hier einfach in diesem Bereich schon mal rum. Und mal gucken, wann er hier jetzt greift. Da geht er. Und weißt du was? Ich fahre jetzt hier schon direkt durch. Ich ziehe in einem durch. So. Beide Felder gehören uns sozusagen. Beide dürfen wir abernten. Und ich muss sagen, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Das heißt, ich kann damit jetzt gleich exakt einmal so hier drüber fliegen. Und genauso dann die Ballen quasi schon pressen. Das ist doch der Hammer, oder? Das ist doch richtig, richtig nice. Genau so. Oha, da lassen wir gerade ein bisschen was stehen. Passt schon. Dafür nehmen wir am Rand was mehr mit. Guck mal hier. Tipptopp. Ja, und das natürlich jetzt mit GPS wäre natürlich nochmal besser. Das wäre natürlich nochmal richtig nice. Aber ich glaube, auch so passt das gerade ganz gut. Und ich muss sagen, ich bin mega zufrieden. Das ist halt mal richtig nice. Und guck mal vom Tempo, Alter. Einfach mal hier schön mit 21 km/h über das ganze Feld mähen. Und wahrscheinlich, ne, aufgrund der PS... Nehme ich auch, ich muss gleich mal gucken, ob es einen Unterschied macht. Nehme ich vielleicht auch. Da hängt so ein Verkehrsschild bei mir hinten drauf. Naja, passiert. Irgendwer hat mir das draufgelegt, würde ich sagen. Wo waren wir? Ich nehme gleich. Ich weiß nicht, ob ich den Traktor jetzt hier nehme fürs Ballenpressen. Oder vielleicht einfach doch den anderen. Mal gucken. Eigentlich müsste es von der Leistung müsste es ja ausreichend sein, dass der andere das macht. Aua. So. Ja, tipptopp. Tipptopp. So macht es doch Spaß. Ey. So macht das doch Spaß. Und wenn ich mir jetzt so überlege, ne? Also theoretisch, ne? Jetzt... Auf dem großen 71er Feld, wo wirklich so viel Masse ist. Wenn da dann ein Helfer das Einsammeln hier macht. Oder von mir aus macht auch ein Helfer das hier. Und ich fahre hinterher und sammel die Ballen ein. Dann ist das doch geil. Dann ist das doch ein ratzfatz erledigter Auftrag. Und dementsprechend kommt natürlich auch recht schnell dann die Kohle rein. Also, das kann man noch machen. Sensationell. Einfach so simpel hier durchziehen und gut ist. Ja, ich mach mal eben fertig. Und dann wechseln wir gleich mal eben
auf die Ballenpresse. Ja, das ist natürlich super, ne? Hier der letzte Streifen nochmal eben schön alles von der Seite auch noch mitgenommen. Tip top. So, das Gerät wird abgestellt. Das heißt, wir können das komplett ausschalten. Dann hochfahren bzw. einklappen. Jawohl. Steuerung X eingeklappt. Und wir wechseln jetzt auf die Maschinka hier. So, nochmal eben zurück. Wir können aber schon mal runterlassen. Aktivieren das Gerät. Und damit zieht er doch jetzt hier schon durch, ne? Mal eben gucken. Das Gute ist ja bei der Maschine, also bei der Ballenpresse, die Fast Bale, dass die eben die ganze Zeit durchzieht. Also auch wickelt und wieder auflädt sozusagen. Und ich muss halt nicht anhalten. Deswegen könnte man das halt eben ja auch mit einem Helfer bedienen, ne? Oder bedienen lassen. Jetzt habe ich hier an der Seite noch so Häufchen rumliegen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich die da wegbekomme. Ich versuche mal. Ich weiß auch gar nicht, waren die vorher schon da? Von dem letzten Auftrag irgendwann mal? Das wäre ja ein Ding, ne? Nee, komme ich auch nicht dran. Ja, das sind so Haufen, die bleiben einfach liegen. Weil eben der Rand hier sagt, nee, ist schon nicht mehr Auftrags... Oh, warte mal. Ist schon nicht mehr Auftragsgebiet. Das kriege ich aber doch hier mit. Das müsste doch gehen. So. Na komm. Auch nicht. Verrückt. Okay. Dann gehen wir jetzt hier wieder rein. Und schön durch jetzt hier mit der Maschine. Ja doch, das geht auch hier wieder. Schön gerade. Einmal durchziehen. Mal gucken, wie viele Ballen dabei rumkommen bei dem Ganzen. Und ob das sich gut ausgeht hier zum Ende hin, dass ich ausreichend Ballen habe. Und jetzt hadere ich natürlich. Nehme ich jetzt alles mit oder nicht? Ich würde sagen, ich nehme so viel Ballen mit, wie es sein muss. Und alles an Ballen, die wirklich übrig bleiben, die lasse ich dann tatsächlich lieber bei mir liegen und verkaufe sie dann auch mit im Januar. Beziehungsweise war es Januar? Ja, es war Januar. Im Januar werden die Ballen verkauft mit der Silage. Und genau, Februar war das der Honig. Also dann wird erst verkauft. Das heißt, ich muss gleich mal gucken, wie viele Ballen hier rumkommen. Und dann nehme ich, vielleicht lasse ich einfach mal, naja, so 5, 6 Ballen vielleicht nochmal liegen, dass ich die nicht mit abgebe. Das sollte doch ungefähr passen. Oh nee, nicht auf die Straße schmeißen, Alter. Na komm, lassen wir mal eben hier fallen, das Ei. Zack, jawohl. Dann machen wir mal eben die Außenbahn hier mit. Aber man merkt schon, auch hier PS-mäßig, selbst jetzt hier, bei einer kleinen Steigung schon und so Sachen, ist das schon tricky. Ist wirklich schon tricky. Bemüht er sich tatsächlich schon, ne? Sollte ich vielleicht doch mal den anderen testen? Komm, wir testen mal den anderen. So, mal eben abhängen. Zap, zarap. Dann in den anderen springen. Hinten kurz, zuklappen. Das vordere Gerät lasse ich da jetzt einfach drauf. Das wird ja nicht aktiviert. Abgestellt, jawohl. Und jetzt nehmen wir hier den größeren, den stärkeren zumindest. So, angekoppelt. Das hintere Teil ist aktiv. Senken. Er ist noch, genau. Dann, gehen wir hier mal rein. Auf die Linie. Aktivieren. Und das wäre natürlich jetzt so die ideale Weise. Also vorne direkt durchziehen.
Und also vorne schneiden und hinten direkt einsammeln. Für kleinere Sachen könnte man das, glaube ich, machen. Andererseits, wie gesagt, diese Schneiden jetzt im Breiten, ne? Und solche großen Schwarthaufen sind einfach mega gut. Ja. Das ist einfach tipptopp. So, jetzt nehmen wir den natürlich noch mit hier. Oh, er wickelt schon wieder den nächsten. So, weiter, weiter, weiter. Was fahren wir jetzt? 12 km/h. Waren es gerade 11 km/h? Jetzt fahre ich 12. Mehr geht eh nicht, kann das sein? Aber er zieht zumindest kontinuierlich durch. Ob jetzt bergauf, bergab. Das ist, es fühlt sich irgendwie ein bisschen solider an. Man hört es auch irgendwie beim Traktor nicht wirklich, dass er so, dass er in die Eisen geht oder so. Also das scheint ganz vernünftig zu laufen. Muss er ja auch, ne? Jetzt mit deutlich mehr PS. 300 plus PS. Und das andere Dingen, 165 oder sowas, ist natürlich ein Riesenunterschied. Von daher passt das. Warum jetzt übrigens auch nochmal der Traktor? Es gibt ja so verschiedenste Infos und Listen und so weiter. Anzahl an PS, Preis-Leistung pro PS. Und letzten Endes war mir aber, also dieses Preis-Leistung pro PS eigentlich relativ wumpe. Finde ich auch ein bisschen killefit. Also wieso rechnet man Preis-Leistung, also Preis pro PS? Das ist ja eigentlich nicht relevant, weil relevant ist ja, sind ja die benötigten PS, die man hat. Und da, ich meine, dann kann man natürlich immer noch gucken, okay, für die benötigten PS, die ich habe und für das Budget, was ich habe, passt das dann eigentlich? Passt das von dem Budget und passt das mit den PS, die ich halt dafür bekomme? Und wenn dann natürlich auch noch der Preis für die PS auch noch gut ist, dann ist das natürlich an für sich was, ja, dann ist es zusätzlich nochmal ganz nice. Aber nur eben nach Preis pro PS zu gehen, macht, glaube ich, gar nicht so viel Sinn. Weil was habe ich davon? Wenn dann, es gibt halt sehr gute Preise pro PS bei Traktoren, die halt super viel PS haben. Auch hier der New Holland, den ich zuletzt ausgeliehen hatte, im letzten Video, in dem Auftrag drin hatte, der hatte ja auch mega viel PS. Und das Gerät als 700 PS-Maschine hat ein sehr, sehr gutes Preis-PS-Verhältnis. Aber hilft ja alles nichts, ne? Hilft ja alles nichts. So, ich glaube, ich komme nicht auf noch mehr, ne? Ne. Wir sind jetzt hier bei 40%. 41%. Also ich würde mal sagen, noch mehr PS eher unwahrscheinlich. Noch mehr Ballen eher unwahrscheinlich. Die letzten 40, ja, mehr kriegen wir nicht raus. Bedeutet, ich hole jetzt mal eben. Ne, warte, angekoppelt lassen. Ich hole jetzt mal eben den Hänger. Und dann wird alles eingesammelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich gebe 6 Ballen ab und hoffe, dass das reicht. So, vorm Abgeben natürlich erstmal alles noch wieder sauber machen. Wartmuttermut. Kann ich die eigentlich gleichzeitig sauber machen? Gucken wir mal. So, mal eben hier durch. Die ganzen Maschinen wieder reinigen. Soll ja gut sein. Und im Verschleiß vorbeugen. Das neue Gerät auch. Das hatte natürlich jetzt nicht so wirklich viel Belastung. So, passt schon. Und auch hier der neue Pöttinger Schmetterlingsmäher. Nochmal schön wässern. Tipptopp. So. Also, wegstellen alles. Jetzt müssen wir natürlich hier gucken, dass die beiden Mähwerke auch ordentlich nebeneinander passen. Einmal den vorderen. Die Ballenpresse, ey. Ja, eigentlich müsste die auch da hinten irgendwie hin. Das gehört irgendwie viel mehr zusammen alles, ne? Egal, ich lasse die im Moment. Ah, nee, kann ich ja nicht. Ah, da vorne muss ja auch noch der Traktor hin. Ich lasse die mal hier in der zweiten Reihe. So, die Rehe müssen mal eben weg.
Kann ich das so wegschieben, so ein bisschen? Kann ich. So. Das heißt, hier kommt das Teil und daneben noch der... Daneben, zack, der Schmetterling. Tja, und dann brettern wir hoch, ne? Und dann alles einsammeln und verkaufen. So, was hatten wir gesagt? Wir nehmen nicht alles mit, ne? Wir nehmen nicht alles mit. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Ich nehme erstmal hier vom Rand alles. So, das heißt, wir haben 3, dann haben wir 6. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, soll ich noch einen mehr nehmen, ey? Lieber nochmal einen sicherheitshalber mehr. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Die will, glaub, die wollen, glaube ich, nicht pro Feld nur 3 Ballen haben, ey. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. 6 Stück. Ja, ich glaube, ich mache 7 Stück und 4 für mich. Das 4 Stück vielleicht, vielleicht übrig sind. Kann ich mir vorstellen, weil ja auch ein bisschen was vom Seitenstreifen mit drin ist. Das könnte passen. So, was war denn die Aufgabe eigentlich? Wo sollen wir hinliefern? In die Biogasanlage. Das ist ja nice. Das ist ja direkt hier vorne. Also mal eben runterbreddern. Berg runter und dann sehen wir das. Und sollte wirklich noch einer fehlen, ne? Ja, dann ist das eh auf dem Heimweg sozusagen und dann liefern wir dann natürlich den einen Ball nochmal nach. Und hier ist das doch schon wieder, oder? Genau, da sind wir doch schon wieder. Also, mal eben geradeaus durch. Kurz da vorne rückwärts rein, genau. Schön vorsichtig, nicht, dass wir hier irgendwie hängen bleiben. Oha, 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 oha. Okay, wir nehmen das andere Ding. Da wollte ich ja sowieso hin. Ist ja klar, Mann. So, warte. So, genau so fahren wir da mal eben drauf. Und nur runter damit. Ich hoffe, das reicht. 7 Ballen von 2 kleinen Feldern. Müsste doch reichen. Noch mal ein Stück zurück. So, und abgeben. Noch ein Stück zurück. Abgeschlossen, abgeschlossen. Und 1900 auch noch mal extra. Das war richtig, das war gut so. Vielleicht hätte der eine auch gereicht. Ich kann jetzt alles abgeben. Abschließen und abschließen. Oh Mann, war das richtig? Ja klar, die Ballen müssen noch oben noch liegen, ne? Alles einpacken. Alle Geräte gehören ja mir. Wir haben 10.000 extra gemacht. Wir haben jetzt also 80.000 auf der Tasche. 80.000, 116.000 fürs nächste eigene Feld. Bis dahin ist aber ja noch jede Menge Zeit. Also fürs eigene Feld. Und dann haben wir ja, wie gerade schon gesagt, noch Januar und so weiter. Also... Das passt doch alles schon richtig gut. Alter, hier sind gerade so viele Felder brach, ne? Hier sind so viele Felder, auch da hinten gerade, wo wir zuletzt die Kartoffeln geerntet haben, auch alles brach. Eieiei, vielleicht gucke ich mir nochmal andere Felder an. Dann könnte ich da schon mal irgendwie anfangen, Gras einzusehen. Das wär's, ey. Das ist ja ein Ding, ey. Vielleicht kriege ich für 80.000 noch ein anderes Feld. Das wär's doch. Und dann läuft das schon mal so ein bisschen zumindest. Mach mal ein bisschen mehr Cash. Wäre doch nicht verkehrt. So, ein paar Ballen haben wir hier noch. Und ich gucke mir hier natürlich schon wieder einen heißen. Alter, hier an der Schrägen ist natürlich besonders uncool. So, jetzt sind wir oben drauf. Ja, das ist natürlich jetzt die große Frage. Das ist die große Frage. Anderes Feld. Und das dann vielleicht erst danach. Mal gucken. So, jetzt müssen wir nochmal eben kurz dagegen lenken. So, noch ein Stück. Und nur runter damit.
Und raus mit den Ballen. 1, 2, 3, 4 Ballen extra. Ja, das ist schon mal nicht so schlecht, ne? 1, 2. Ich glaube, wir haben hier zwei ganze LKW-Ladung. Plus da hinten noch so ein bisschen Stroh. Ja, passt schon. Mal gucken, ob ich das die Tage noch mal ein bisschen mehr sortieren kann. Aber ohne Flachs, ich bin doch ganz zufrieden. Also, wir haben immer noch gut Cash. Sind immer noch gut dabei. So, das Teil kommt natürlich jetzt hier schön zur Seite. Und jetzt haben wir hier einen kompletten Fuhrpark fürs Gras machen. Also einen Striegel. Den Anhänger hier gerade, die beiden Mähwerke und die Ballenpresse. Das ist natürlich tipptopp. Badam bam. Und zwei geile Traktoren. Und wie wir das jetzt hier noch weiter nutzen, ja, ich würde sagen, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Also zwei Traktoren, einmal mit mir drauf, einmal mit dem Helfer drauf. Und dann muss das Ganze doch jetzt laufen und noch mehr, noch leichter, bisschen mehr Cash reinkommen. Und welches Feld wir als nächstes kaufen, das gucke ich mir nochmal im Detail an. Wenn du Ideen hast, auch gerne in die Kommentare reinschreiben, was sich da noch lohnt. Das Feld übrigens direkt über mir hier oder nebenan mit den Häusern drauf, mit den drei Kleinfeldern, dieses Grundstück. Nee, das will ich nicht. Ich will einen schönen, großen Acker. Bis zum nächsten Mal. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren natürlich nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, entweder im Livestream oder im nächsten Video. Bis dahin.